Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon im Titel, ja, ich habe euch etwas verheimlicht und ich wollte heute einfach mal darüber sprechen, was ich euch denn verheimlicht habe und ja, ich wünsche jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, vorab möchte ich jetzt erstmal, dass jetzt nicht die Kommentare losgehen, bevor ihr euch das Video zu Ende angeschaut habt, sondern ja, dass ihr eventuell bis zum Ende wartet und dann die Kommentare schreibt. Genau, und dann würde ich sagen, beichte ich euch jetzt mal. Ich glaube, einige haben das Video von letztem Jahr gesehen. Das verlinke ich euch hier oben. Und zwar ist ja unser Oreo gestorben. Das war mein kleiner Chihuahua. Und wir wissen nicht, woran er gestorben ist. Und ja, er ist einfach eingegangen. Aber ihr könnt hier oben einmal schauen. Da habe ich euch alles ganz, ganz genau erzählt. So, und danach, nachdem er gestorben ist, war für mich klar, okay, du möchtest auf jeden Fall wieder einen Hund haben. Und ich glaube, einige wissen jetzt schon, was jetzt kommt. Ich habe hier jemanden vor mir sitzen. Dickele. Erstmal muss er sich kratzen. Ich habe ihn gerade geweckt, der Arme. Extra fürs Video musste ich ihn jetzt wecken. Ja. Das hier. Erstmal den anlecken. Das hier ist mein Dickerle. Mein Nasco. Nasco heißt er. Und ja. Er ist schon seit, ich glaube, Ende Januar bei uns. Und zwar ist es der, ja, der Zwillingsbruder von meinem Oreo. Und er möchte schlafen, der ist so müde. So müde mit dir. Oh, guck mal da. Guck mal in die Kamera. Kind. Guck mal, das hier ist der süße Nasco. Oh. Jetzt kann ich ihn euch endlich immer zeigen. Es gibt so viele süße Fotos von ihm und die konnte ich es euch zeigen. Schau mal, wie süß. So, lassen wir mal wieder hier schlafen. Ja, das ist also Nasco, wie gesagt, der Zwillingsbruder von meinem verstorbenen Oreo. Und bei Oreo war es ja eben so, dass es, dass wir davon ausgehen, dass die Züchterin schuld ist, weil sie ihn entweder zu früh abgegeben hat oder er ja nicht entwurmt wurde. Und deswegen sind wir. Oder hat die Züchterin mir eben vorgeschlagen, sie könnte mir eben den Nasco geben, zum Ersatz sozusagen, weil ich ja doch schon richtig, richtig viel Geld für Oreo bezahlt habe. Und ich habe auch für den Nasco Geld bezahlt, also es ist nicht so, dass ich ihn jetzt geschenkt bekommen habe, sondern ich habe auch für den Nasco Geld bezahlt, aber eben nicht so viel wie für den Oreo eben. Und ich fand diesen Tausch, es ist doof zu erklären, ganz in Ordnung, weil ich ja auch den Nasco ganz toll fand, als wir den Oreo abgeholt haben. Und es ist jetzt auf gar keinen Fall so, dass ich Oreo in irgendeiner Hinsicht ersetzen möchte. Sondern es ist einfach so, dass ich mir einen Hund gewünscht habe und ja, deswegen hat die Züchterin mir eben angeboten, ich könnte den Nasco haben. Damals hieß er noch Cookie. Und sie sind extra nochmal mit ihm zum Tierarzt, um wirklich alles auszuschließen. Der Tierarzt hat nochmal alles genau untersucht, ihn nochmal geröntgt, nochmal Ultraschall gemacht, wirklich alles komplett nochmal untersucht. Er hat alle Impfungen bekommen, er wurde nochmal entwurmt und alles. Und ja, dann habe ich den süßen Nasco hier. Ende Januar, glaube ich, war das. Haben wir ihn bekommen? Ne? Er leckt sehr gerne andere Leute an anscheinend. Leckst du gerne rum? Oh, er ist so müde. Ich glaube, das Licht ist ihm auch ein bisschen zu hell. Ja, also er ist auch ein Chihuahua, natürlich. Und er ist auch genauso alt wie der Oreo. Also jetzt ungefähr 7 Monate schon. Ganz, ganz großer schon. Er ist auch schon ausgewachsen. Er wiegt jetzt fast 3 Kilo. Also ist auch ein ordentlicher Chihuahua, nicht so wie mein Oreo, der war ja nur so eine Handvoll, also er war wirklich so, so klein, der war auch nur
die Hälfte von Nasco damals. Also als Nasco noch ein Baby war, war der schon doppelt so groß als Oreo. Genau, und auch jetzt ist Nasco eben auch schon eine deutlich große Größe. Wiegt jetzt 2800 Gramm, glaube ich. Also doch schon ein ordentliches Tier, sage ich mal. Ja, und mir war es einfach im Endeffekt leid, euch das jetzt. Ich habe euch das ein halbes Jahr verheimlicht, ne? Und mir war es irgendwie das jetzt auch leid. Also ich habe so, wie gesagt, so schöne Fotos, die ich euch gern zeigen würde. Und auch allgemein habt ihr es, glaube ich, schon so oft gesehen in meinen Vlogs. Es ist so schwer, so einen Hund zu verheimlichen, ne? Weil, also, ihr seht ihn halt total oft in den Vlogs. Und auch bei der Babyparty in dem Video habt ihr ihn gesehen. Da lag er auf meinem Schoß, da war ja noch ein Baby. Und, ja, es ist einfach total schwer und ich wollte euch das einfach mal sagen, weil im Endeffekt ist es auch was Schönes, so so einen Hund zu haben und dass der Kleine eben da ist. Die kleine Lia kommt auch super mit ihm zurecht. Sie findet es total interessant, wenn der durch die Gegend läuft. Und auch die Laika ist der Hund meiner Eltern oder die Hündin meiner Eltern, die kommt auch super mit ihm zurecht. Wir hatten die Laika vor ihm. Also, Laika haben meine Eltern sich angeschafft, kurz nachdem Oreo gestorben ist. Und dann, ein paar Wochen später, habe ich eben den Nasco abgeholt. Und Laika und Nasco sind super Freunde. Also, die sind so dicke miteinander, die kann man gar nicht mehr trennen. Die kuscheln zusammen. Klar, es gibt auch mal Zickereien, aber wo gibt's die nicht? Und genau, also. Nee, Dickerle. Er ist putzig, er ist putzig. Ja. Also, es ist ein Herz und eine Seele, die beiden. Die Nasco zieht natürlich. Kannst du dich bitte woanders krass? Nicht am Stativ hier. Der zieht natürlich bei uns mit in die Wohnung. Und, ja, ich bin jetzt einfach froh, dass ich euch das nicht mehr verheimlichen muss. Klar, einige werden jetzt wieder einiges an Kommentaren schreiben. Ich weiß auch nicht, ob ich die Kommentare hier deaktivieren muss. Erstmal werde ich sie öffentlich lassen. Aber je nachdem, was für eine Diskussion hier vonstatten geht, sage ich mal. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich habe ihn halt zum Tausch bekommen für den Oreo, weil es ein Fehler der Züchterin war. Also ich denke, dass er einfach dass er Würmer hatte oder er war einfach viel zu klein, weil er war wirklich eine Handvoll Chihuahua und so einen kleinen Chihuahua habe ich noch nie gesehen. Und deswegen denke ich einfach, dass er viel zu klein war, um allein wirklich so zu leben ohne Mama. Und ja, deswegen haben wir eben den Nasco bekommen. Wie gesagt, für ihn habe ich auch nochmal Geld bezahlt. Und er hat jetzt auch alle Impfungen und so und geht auch regelmäßig zum Tierarzt. Aber falls ihr Fragen habt über Nasco, dann könnte ich da mal ein Video zu machen. Oder allgemein, wenn ihr Videoideen habt mit den Hunden. Also wir haben ja auch noch die Laika. Und dann können wir auch so ein paar Hundevideos mal machen. Falls euch das mal interessiert, dann würde ich das mal machen. Er ist so goldig, wie er hier alles beschnuppert jetzt. Weil eigentlich darf er nicht ins Babyzimmer und jetzt findet er das ganz, ganz toll hier. Einmal alles zu beschnuppern. Ja, Nasco, komm noch mal her. Komm noch mal her, Dickerle. Nee, willst du lieber schnuppern? Zu hell hier, ne? Aber ihr habt ihn ja gesehen. Also auf Instagram werde ich jetzt auch öfters Fotos posten, wenn das Video hier online ist. Dann werdet ihr ihn noch öfters sehen. Aber genau, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Ich wollte euch einfach das nur kurz sagen und dann, dass ihr dann Bescheid wisst und dass ich ihn jetzt nicht mehr verheimlichen muss in den ganzen Vlogs und auch in den Videos, weil ich immer die Hunde sage, weil wir ja zwei haben. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so einfach, den Hund zu verstecken und zu verheimlichen. Und ihr habt es ja auch, glaube ich, ganz, ganz oft gemerkt. Aber ich persönlich habe es einfach nie gesagt, weil ich so Angst vor euch habe oder vor allen Dingen Zuschauern wirklich. Also man muss wirklich schon Angst haben vor den Kommentaren, dass ich mir jetzt einen Hund angeschafft habe und ein Baby. Und ja, aber im Endeffekt kann ich wirklich sagen, es läuft alles super mit Baby. Also Baby und Hund oder Welpe, gar kein Problem. Ja, kann ich wirklich nichts Negatives gegen sagen. So, Nasco, kommst du bitte mal weg. So, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bitte seid nicht zu böse zu mir in den Kommentaren. Es ist doch nur ein kleiner Hund. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal.